das Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. So, und wir sind hier wieder zurück auf Okidok. Elea Oni, die Kabbala, stand nicht bei uns auf unserem Programm, aber wir haben eine Stunde Pause und da war das Interesse hier groß, noch einen Vortrag reinzuschieben. Elea Oni, herzlich willkommen. Es geht um die Kabbala. Bitteschön. Also, alle guten Dinge sind drei sozusagen. Ich begrüße euch zum dritten und den entscheidendsten Male. Und heute merke ich, dass mein Vortrag der meistbesuchte ist. Und ich bin absolut glücklich über dieses Ereignis. Auf jeden Fall, mein Name ist Elea Orli. Es ist ein Künstlername, das ich jetzt schon seit über 20 Jahren trage. Ich mache eine ganz spezifische Art von Kunst, und zwar alles. Ich schreibe Bücher, ich male Bilder, ich habe eine Modelinie und eine Schmucklinie geführt, ich übersetze, ich habe ein Lied im Internet gepostet. Das heißt, alles, was ich glaube, in meiner Seele an Inspiration ausleben zu können, versuche ich in die Tat umzusetzen und in irgendeiner Kleinigkeit und Art und Weise an die Menschen weiterzugeben. Und die Kabbala ist etwas, was ich selber vor über 20 Jahren kennengelernt habe, durch eine einfach praktische mathematische Analyse. Das hat mich inspiriert, weil ich von Anfang an auch mit meiner skorpionischen Natur ein Mensch bin, der immer an der Grenze wandert und schaut, was ist hinter der Mauer der Realität, die sich vor uns verbirgt. Und insofern bin ich dazu gekommen, über die vielen Jahre, die vielen Zusammenkünfte und Gespräche mit Menschen, dass die Mathematik in Wirklichkeit alles ist. Sie ist überall. Auch wenn wir uns vielleicht gewisse Wissenskapazitäten fühlen und wir nicht genug Erfahrungen haben, um diese Korrelationen, die im energetischen Feld, im menschlichen Leben möglich sind, innerhalb einander und die Wechselwirkungen untereinander, dann ist es für uns schwierig, das vorzustellen, was ich darunter meine. Aber wenn ihr mir einfach Glauben schenken würdet und ihr würdet sagen, ja, wir nehmen das vielleicht einen kleinen Teil von dieser Einstellung ein, dann ist das wahre Gesetz und alles, was ein Mensch jeglich an theologischen Philosophien hervorgebracht hat, für mich in einem einzigen Satz zusammenzuschließen. Und das heißt, alles ist eins. Das heißt, sobald ich verstehe, dass ich als kleinste Atomeinheit, aber in Wirklichkeit genauso dieselbe Kapazität habe wie der Atman selbst, der große unendliche Sein, was um mich herum befindet, dann bin ich eigentlich im wahren Einklang mit dem Leben, mit der Welt, mit meinem Bewusstsein. Und Kabbala ist für mich eine Erkenntnis, die mir anhand der Zahlen die Möglichkeit gibt, gewisse Sachen um mich herum einfach besser zu verstehen. Es gibt viele verschiedene Momente, Inspirationen zu bekommen. Man kann Träume sehen, die wahr werden, man kann Kaffee lesen, man kann Karten legen, man kann alle Möglichkeiten in sich und Potenzialen herausfinden, was einem eine Information über das spirituelle innere Sein des Menschen vermittelt. Für mich ist es die Kabbala, weil sie ist primäre mathematische Wissenschaft, die mir auch gleich den Beweis dessen liefert, was ich im Bewussten auf mich aufnehme, an Erkenntnis, das ich erlangen möchte. Kabbala. Also ich würde das jetzt einmal aufschreiben, damit für jeden sozusagen das am besten gleich initiierbar, sichtbar ist, um was es da geht. Also Kabbala selbst als Wort jetzt in dieser Äquivalent im Lateinischen, wenn wir das einfach nur primär betrachten, was das Wort darstellt, sehen wir einen gewissen Wiederholungseffekt. Das heißt, wir sehen eine Möglichkeit zwischen zwei Potenzialen. Das eine Potenzial ist aber, und das andere Potenzial ist Allah. Das heißt, für jemanden, der gar nicht mit irgendeiner Philosophie oder Glaubensrichtung oder Spiritualität zu tun hat, müsste auf einer logischen Art und Weise eine Ebene vorkommen, dass da irgendwo ein Zusammenhang besteht, dass es uns irgendetwas sagen möchte. Und wenn wir das nach der Kabbala zusammenrechnen würden, die A ist 1, B ist 2. Das heißt, die Quersumme von der ganzen Rechnung wäre 4 und 2 wäre die 6. Das heißt, die erste Kraft, die wir ausrechnen in dieser Polarität, das ist die 6. Das ist der doppelte Stern. Der doppelte Stern, das ist diese Welt, das Geschehen des sechsten Tages. In der Kabbala sagt man in der Torah, der Gott hat die Menschen am sechsten Tage erschaffen. An diesem Tage wurden sie auch von der Schlange verführt und sie wurden auch aus dem Paradies vertrieben. Aber das ist der sechste Tag im Geschehen unseres realen Lebens. Alles, was wir hier in dieser Realität erleben, ist diese 6. Die Verführung und die Versuchung, die über uns kommt und die wir entgegentreten müssen und auch mit unserem Wissen einen Widerstand sozusagen
sozusagen entgegenbringen müssen. Auf der anderen Ebene ist das Allah. Wenn wir das wieder ausrechnen, ist es wieder die 1. Das ist die 12. Das heißt, 12 und 12 ist 24 und die doppelte 1 ist es 26. Wie es der Zufall so möchte und auch wenn der Äquivalent vom Hebräischen in das Lateinische eigentlich fast unadäquat ist, aber auf dieser Ebene haben wir diese Korrelation gefunden. Aus diesem Moment, dass wir diese Erkenntnis haben, können wir auch diese Erkenntnis gewinnen, was es für uns bedeutet. 26 ist der unaussprechliche Name des hebräischen Herrn. Yud, He, Waf, He. Dieser Name darf nicht ausgesprochen werden und wenn er aufgeschrieben wird, dann müssen die Punkte dazwischen stehen. Das sind die Daten der vier Elemente. Wenn man alle die Zahlen nach der hebräischen Kabbala zusammenrechnet, kommt die Zahl 26 heraus. Für dieses Moment, wenn wir diese Betrachtung von diesen zwei Ebenen, von Plus und Minus machen oder umgekehrt, das ist immer eine Wechselwirkung. Da sehen wir, dass es hier die Verführung und die Versuchung auf dieser Ebene steht und hier steht das Göttliche. Weil die Quersumme von der 26 ist die 8. Und was ist die 8? Die 8 ist Plus, Minus, Unendlichkeit. Das heißt, hier steht das Potenzial des göttlichen Intellekts in uns drinnen. Und das ist eben die Differenz zwischen dem, was wir im Leben der Realität und der Gesetzmäßigkeit begegnen, den wir nicht verändern können, und dessen, was das Göttliche in uns ausmacht. Diesen göttlichen Funken, der es gebracht hat, dass wir eine Seele haben und dass wir nach einem Sinn im Leben überhaupt auch trachten können. Dieses Wort, diese Dualität ist in zwei Schranken. Ich nenne sie mal Schranken oder Tore, das K und das H. In der Hebräischen würde ich von dieser Seite hierher lesen, das heißt, es würde der Sinn von rechts nach links gehen. Ich erkläre euch jetzt den Sinn von links nach rechts. Also, K ist 11, 11 ist die 2, H ist 8. Das heißt, der Beginn dessen, dass wir überhaupt in die Polarität der Erkenntnis der Kabbala kommen, fängt mit der 11 und den 2. Mit 2 ist Wissen. Wissen, 11, spirituelle Kraft. Das heißt, wenn wir in uns das Wissen über das, was auf dieser Welt passiert, was diese Welt reguliert und zusammenhält, in uns verinnerlichen und uns aneignen möchten, dann müssen wir zuerst verstehen, dass alles mit einem Wissen verbunden ist, das uns Kräfte offenbart, die uns auf spirituellen Ebene einfach mehr Potenziale ermöglichen. Das Wissen der spirituellen Mächte hat wie in der Kabbala wieder zwei Seiten. Auf der einen Seite ist das spirituelle Macht, die eine Realität darstellt. Ich kann Kaffee lesen, ich kann Karten legen, ich sehe Träume, ich habe kinetische Energien, ich habe alle möglichen Potenziale auf der Ebene der spirituellen Kräfteentwicklung. Auf der anderen Ebene stellt es aber repräsentative materielle Kräfte dar. Das heißt, wenn ich ein Superingenieur bin, wenn ich ein besonderer Chemiker, Physiker, Mathematiker, welcher auch immer Beruf ich ausübe, wenn ich darin eine hundertprozentige Identifikation gefunden habe, ist es ein Wissen spiritueller Macht. Denn wenn jemand ein Physiker, Chemiker oder ein Programmierer ist, kann er etwas tun, was uns normalen Sterblichen wie ein Wunder vorkommt. Er hat ein Wissen, das er uns gegenüber als spirituelle Macht sozusagen vorstellt. Und wir können es nicht glauben. Für ihn ist es aber nur reines potenzielles Wissen, das für uns aber wie eine Magie vorgestellt wird. Und so ist es eben der Kabbala. Sie beginnt mit dem, dass wir das Wissen der spirituellen Mächte erlangen müssen, damit wir diese Dualität zwischen der Verführung im Leben und dem göttlichen Bereich, dem Paradies wiederzufinden, hier am Schluss, am Ende uns in Plus, Minus und Endlichkeit bewegen. Das will uns sagen, dieser Schluss, dass es gibt keinen Anfang und es gibt kein Ende. Wenn jemand glaubt, dass der Tod am Ende ist, dann ist es nicht so. Das ist nur ein Übergang in eine neue Dimension. Das ist nur ein Übergang in eine neue energetische Position für unser Bewusstsein. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen von euch kennen, es gibt ein Buch von einem wunderbaren Schriftsteller, obwohl er ein einziges Buch in seinem Leben geschrieben hat, der heißt Paul Busson und sein Werk heißt Das Leben des Freiherrn Melchior von Dronte. Vielleicht hat jemand mal was davon gehört. Es ist sehr lesenswert. Es ist ein wunderschönes Buch über eine Erkenntnis
Ergebnis dessen, wozu ein Mensch auf dieser Welt kommt. Und wenn ich das Schlussessenz davon wiedergeben dürfte, dann wäre es die Erinnerungsvermögen, all die Erfahrungen aus dem heutigen Leben, im Jetzt mitzunehmen, im Moment des Todes ins nächste Leben. Und so immer wieder aufs Neue müssen wir wiedergeboren werden mit einem aufvollkommenen, aufgesammelten Potenzial an Erfahrungen und Wissenswerten, damit wir in der schlusslichen Ebene, wo wir dann in der wahren Kraft mit hundertprozentigen Fähigkeiten in der Realität erscheinen, auch das ganze Potenzial mit uns nehmen können, auch um dementsprechend Kettenreaktionen und Handlungen zu setzen, die diese Welt zu diesem Zeitpunkt notwendig hat. So, das ist einmal eine kurze Erklärung der Kabbalah. In der traditionellen Repräsentation der Kabbalah im Judentum gibt es 5 verschiedene Grundelemente, auf denen sich die Erkenntnis der Kabbalah basiert. Auf den einen ist es eben der Baum des Lebens. Er besteht aus 3 verschiedenen Säulen. Auf der einen Seite ist es die Säule der Gnade, der Strenge und des Ausgleichs. Hier haben wir den Beginn. Ein Sof, die Krone, der Schöpfer, das unendliche Auge plus minus Unendlichkeit. Von diesem Ein Sof, von der Kabbalah her, können wir direkt nach unten gehen. Ins Malchut, das Reich der Menschen, Mensch. Aber auf dem Weg von Keter, von der Unendlichkeit, zum Malchut und wieder zurück ist unmöglich zu machen, wenn man nicht das notwendige Potenzial an Wissen hat, welche Veränderungen und welche Stationen sind uns auf dem Weg von Gott gegeben, um die Welt in Malchut in Wirklichkeit zu erkennen. Jetzt haben wir hier das Unendliche, das All, was niemand für sich irgendwo eine Erklärung findet. Aus diesem All positionieren sich 2 Linien. Das eine ist Binah, das andere ist Chochmah. Das heißt, wenn wir hier die Allgemeinheit dessen ist, was die Welt repräsentiert, als Äußeres lassen, so kommt hier eine Idee. Der Gott, der Schöpfer, der uns alle liebt über alles, der hat sich gedacht, ich erschaffe etwas, ich habe eine Idee, ein Funken ist entstanden. In diesem Moment wird dieser Funke hier, Chochmah, an die nächste Welt wiedergegeben. Binah. Und was sagt Binah? Binah sagt, das ist Verstehen. Ich will diese Idee nehmen, diesen Funken, und ich mache daraus einen detaillierten Plan. Wie soll diese Idee in die Welt hineinkommen? Wie soll sie sich präsentieren? Welche energetischen Reflexionen soll sie in der Gesellschaft zeigen? Hier wird es in Binah konstruiert. Am Ende kommt es hier in die Mitte, ins Dat. Das ist das Wissensspeicherkammer. Hier ist die Harmonie zwischen der Idee und ihrem Plan in einer konkreten, realen Wirklichkeit konstruiert worden. Danach kommt das hierher, ins Chesed. Chesed. Chesed ist die Welt, die energetische Welt, die in der Kabbalah die erste sichtbare Welt der Menschen ist. Weil nach der Überlieferung, was uns das Judentum sagt, das, was oberhalb ist und außerhalb von uns, genauso wie die Idee der Erschaffung der Welt und ihr detaillierter Plan, ist nicht ein System, was wir uns entziffern können oder entschließen sollten. Das ist ein Gottesplan und nur Gott kann diesen Plan verstehen. In der Kabbalah strebt ein Mensch niemals in diese Welt hinein, weil jegliche kleinste Erkenntnis des potenziellen göttlichen Seins würde das menschliche Hirn in Millionen von Stücke zerreißen. Es würde ihm gar nicht die Fähigkeit geben, das Potenzial und Volumen Information, der sich hinter dieser Welt vergibt, in einem Augenblick erkennen zu können. Deswegen sage ich, alles ist eins. Aus dieser Formel basiert sich all die Erkenntnis von dem, was uns im Leben umgibt. So, Chesed ist die Liebe, die wirkliche reale Welt. Warum? Weil eine Kreation entsteht. Es entsteht eine Kreation aus dem Nichts. Die größte Kreation aus dem Nichts auf dieser Welt, das ist die Liebe, weil sie zeigt uns sich. Sie zeigt uns sich aus der Ecke unerwartet und sie trifft uns wie der Arme mit seinem Pfeil ins Herzen. Wir können es weder analysieren, wir können es nur irgendwie beurteilen. Wir sind einfach ergriffen von diesem Gefühl und fühlen uns ein Sieger. Deswegen ist die Kreation aus dem Nichts der wichtigste Aspekt des Menschen. Das ist seine größte Sehnsucht, sich nach dem Unerwarteten im Leben zu senden. Ja? Immer wieder aufs Neue, die Erfüllung des Lebens auf Neue zu spüren. Auf der anderen Seite, dem Lichtfluss der Liebe gegenüber von Gott, steht die Geburah. Geburah sagt,
Ja, es ist schön auf dieser Seite. Es ist ein unendlicher Fluss der Liebe auf dich heruntergekommen. Aber vergiss nicht, auf der anderen Seite gibt es die Kraftseite, die Seite der Gesetzmäßigkeit, die uns sagt, so ist es und nicht anders. Es ist wunderschön, an einem Meer, an einem Nachmittag zu liegen und die Sonne scheint und die Wellen planschen und wir genießen unser Leben. Aber im nächsten Augenblick entsteht ein Wind und die Wellen schwingen und es steht ein furchtbares Wetter und ein Chaos und man ist vielleicht dem Tode nah. Das ist die Gesetzmäßigkeit, die wir nicht ändern können. Das heißt, wir müssen im Leben einfach zuversichtlich sein, dass so wie es die Seite der Liebe gibt, gibt es eine Seite, die wir nicht verändern können, an die wir gebunden sind und die wir mit unserem Geist vielleicht umgehen, modifizieren oder uns besser aneignen können, damit sie in die Harmonie gerät. Auf diesem Aspekt, bei der Verbindung, entsteht die nächste Welt, Tiferet. Tiferet. Das ist das Chakra des Herzens. Die Tiferet, die in der Mitte liegt zwischen Gott und dem Reich der Menschen. Diese Tiferet verbindet in sich die Transformation zwischen diesen beiden Polaritäten, zwischen der Liebe und der Gesetzmäßigkeiten. Dieser sechste Tag, die sechste Sefirot, das ist der Tag, auch an dem, wie ich erwähnt habe, in der Tora, Adam und Eva im Paradies, aus dem Paradiese vertrieben werden. Weil es findet das Gespräch mit der Schlange statt. Und nach dem Gespräch mit der Schlange nimmt die Eva die Frucht vom Baum der Erkenntnis und gibt sie dem Adam weiter. Insofern entsteht dieser Moment, wo der Mensch den Paradies verlässt, aber in seiner inneren Sehnsucht behaltet er immer den Kern, dass er irgendwo weggegangen ist, wo er eines Tages zurückkehren muss. Und all seine Erfahrungen und all seine Wege und Leiden und Freuden, die er auf diesem Weg erfährt, sind nur dafür da, um irgendwann einmal in diesen Garten Eden wieder zurückzukehren. Auf der nächsten Ebene haben wir Netzach. Netzach heißt Sieg. Es ist einer der wichtigsten Sefirot. Warum? Sie ist in dieser Linie, unter dem detaillierten Plan, unter der Liebe. Dieser Sieg ist etwas, was genauso unerwartet kommt, aber es kommt mit Sicherheit. Das heißt, im Leben jedes einzelnen Menschen gibt es Sachen, die wir tun aus einer Sicherheit heraus. Wir haben es weder irgendwo gelesen, wir haben noch jemals irgendwas gelernt, wir haben diese Übung noch nie in unserem Leben gemacht, aber wir stehen auf und gehen und machen sie. Warum? Weil wir in unserem Inneren sicher sind, dass keine Niederlage stattfinden kann. Das, was uns führt in unserem Herzen, macht uns zum Sieger schon von Anfang an. Das ist auch der wichtige Grund, wenn wir Schlachten gewinnen müssen. Wir müssen unsere Siege sicher sein. Nur dann werden wir absolute Sieger sein. Es gibt auch eine Schattenseite bei Netzach. Das ist die Schattenseite der Gesetzmäßigkeit. Die geschieht aber hier im Geburah, im Verhältnis, wo ein Mensch überlegen muss, wenn es Sachen gibt, die er zu bewältigen hat auf dem Weg dieser Sieghaftigkeit, dann muss er für sie eine Lösung finden. Das heißt, wenn ich eine Schlacht zu gewinnen habe, dann ist es nicht das Gefühl, dass ich auch sicher bin dessen, dass ich gewinne. Ich muss meine Landschaft kennen, ich muss die Wetterverhältnisse kennen, ich muss meinen Feind kennen, ich muss mich selbst kennen. Das heißt, ich muss die Gesetzmäßigkeit mir im Vorhinein im Plan ausschließlich detailliert durchdenken, dass das Sieghafte in ihrem hundertprozentigen Erscheinen in der Realität reintrifft. Auf der nächsten Ebene kommt die Formwerdung, Hot. Das ist auch ein sehr wichtiger Teil, weil das bedeutet Freude und Lob gleichzeitig. Das ist die Welt der Formwerdung. Und es ist eine Welt, die jedem Künstlern irgendwie eigen ist. Warum? Weil wir sind Philosophen, wir sind Denker, wir sind inspirative Persönlichkeiten, die aus einer individuellen Welt, einer Gedankenwelt, eine Kreation aus dem Nichts erschaffen. Und wenn diese Kreation aus dem Nichts entsteht und wir sehen es, wir sehen unser Kunstwerk, wir sehen das, was wir geschaffen haben, egal was das auch immer ist, wir sind glücklich. Wir müssen uns selber loben in dem Moment und uns sagen, wie wundervoll wir es gemacht haben, wie talentiert wir sind, wie glücklich wir sind, dass wir diese Kreation aus dem Nichts geschaffen haben. Wir müssen uns das selber zurückreflektieren. Auf der nächsten Ebene, wieder in der Mitte der Stränge, steht Yesod. Yesod ist die Welt der Engel und auch die Welt, die uns zeigt, dass das Geheimnis dieser Welt bewahrt werden muss.
das ist die Welt, wo wir Träume haben, wo Dämonen, wo alle möglichen spirituellen Dinge, die wir hier in der Welt realisieren, sich realisieren, in dieser Welt einfach vorkommen und uns Hinweise geben. Und das Geheimnis will uns damit sagen, dass ein Mensch, der dem aus dem Paradies vertrieben worden ist, ist gar nicht fähig, an sich ein Geheimnis aufzubewahren, weil es eine Art von ihm ist, die Dämonie zu besitzen und alles sich herauszuanalysieren. Ein Mensch ist Analytiker geworden. Er vertraut nicht mehr auf die Führung und auf das, was ihm geschieht. Er muss sich zuerst alles vorbereiten, er muss das, er muss das, er muss hunderte Sachen machen, damit er schlussendlich sagen kann, dieser Beweis reflektiert mich zu meinem Glauben. So sollte es aber anders sein. Wir müssen aus dem Geheimnis herausleben. Und zwar zum Beispiel manchmal in der Beziehung, wir sehen uns an und irgendwie weiß ich, du hast mir jetzt nicht die Wahrheit gesagt. Und du weißt auch, dass ich es weiß. Aber keiner spricht es an. Das ist das Geheimnis im Inneren zu bewahren. Wir haben kommuniziert, ohne dass wir es ausgesprochen haben. Dieses Geheimnis muss bewahrt werden, auch bei der Kommunikation. Wenn wir versuchen, ein magisches Ereignis oder irgendeine besondere spirituelle Erfahrung wiederzugeben, dann wird sich in dem Moment der Erklärung das innerste Geheimnis dieser Offenbarung uns entziehen. Warum? Weil es einfach unlogisch ist. Man kann die Erlösung nicht erklären. Wenn zum Beispiel der Baum, seine Wurzeln sind unterirdisch, unsere Adern, die fließen unter unserer Haut, unser Gehirn ist von unserer Schädeldecke versteckt, genauso wie unsere Organe. Das ist ihr Schutz, ihre Verborgenheit. Das will uns damit sagen, dass eine Verborgenheit und ein Geheimnis aufbewahrt werden müssen, in allem. Dann bewahren wir das Geheimnis der Welt in uns auf. Und dann kommt die letzte Welt, Malhut. Das ist die reale Welt der Menschen. Das heißt, unsere Realität, was wir hier haben, mit allem drum und dran, mit dem auch, was das philosophische, ethische, moralische und die spirituellen Kräfte anbelangt. Das ist die letzte Station auf dem Weg von Gott über alle Emanationen in das Reich der Menschen. Und die Kabbalah sagt uns damit, dass Gott diese 10 Sephirot gemacht hat, das ist sein Gesicht. Das ist sein Körper, das sind seine Kräfte und Charaktereigenschaften. Und genau dieselben Charaktereigenschaften und Kräfte hat er in uns hinein fokussiert und uns zu seinem Abbild gemacht. Und so ist es sozusagen unsere Aufgabe und unser Weg, aus der Erkenntnis dessen Leben zu leben, dass es eine Führung für uns gibt, dass ein Plan da ist, weil ohne einen Plan ist es unmöglich, dass es funktionieren kann. Ich habe zum Beispiel Meister und Margarita gelesen von Bulgakov und da gibt es dort eine Aussage, die der Teufel gegenüber dem Levius Matthäus macht, dass es unmöglich ist, dass es eine Welt ohne Plan existieren kann. Auch wenn es uns manchmal vorkommt, dass es ein Chaos herrscht, aber das stimmt nicht. Es ist eine Matrix drinnen, die wir gar nicht so als Mensch erkennen können. Wir müssen es einfach glauben. Weil so viel Wissen fehlt uns, um uns das global vorzustellen. Also müssen wir in unserem Inneren diesen Funken finden, der uns sagt, hey, das ist der Punkt, der mich führt, der mich macht zu dem, was ich bin. Und von dem lasse ich mich nicht anzweifeln. Ich lebe aus der Zuversicht heraus. So, der nächste Teil der Kabbalah, nachdem wir den Baum des Lebens erkannt haben, ist selbst das Alphabet. Das Alphabet sind die 22 Stränge, die alle Stationen des Lebensbaumes miteinander verbinden. Das ist der richtige Aufbau der Welt. So wie die Welt vom ersten Baustein über den philosophischen Sinn bis zum letzten Buchstaben konstruiert worden ist. Also, es gibt das Aleph-Bet. Aber es gibt innerhalb von diesem Wort auch einen Teil, das heißt Temura. Temura, das ist ein Teil in der Kabbalah, der stellt die Buchstaben um. Also, wir haben das Wort Sein. Das ist einer der wichtigsten Worte aus dem deutschen Alphabet. Ich muss sagen, Deutsch ist eine wunderbare, magische Sprache, falls ich euch das so offenbaren darf. Das Wort Sein. Wenn ihr jetzt das Wort anschaut, sagt mir bitte, welches Wort entsteht aus diesem Wort, wenn ich die Buchstaben umstelle? Das erste und das schnellste Wort, was daraus entsteht. Eins. Dankeschön. Das heißt, in der Kabbalah sagt man, wenn ich die Buchstaben umgestellt habe, und das ist ein neues Wort entstanden, dann stehen diese Worte als eine Einheit da. Und dieses wunderschöne deutsche Wort Sein sagt uns, dass der primäre Wille, damit wir hier sein können, das ist die Eins, aus dem Beginn das Alphabet, der erste primäre Buchstabe. Der Wille muss sein, damit das Sein überhaupt möglich ist. Und so stehen diese beiden Worte miteinander in Verbindung und sagen uns, dass das Sein in der Welt ist,
das Einssein in der Welt. Es verbindet sich zu einer Einheit. 50 und 50 ist eine 100. 100 ist der Wille auf höchster Ebene. Das heißt, wir sind nicht nur Menschen, die vergeistlich sind, sondern wir sind fähig, unsere Fähigkeiten zu kontrollieren, sie so zur richtigen Zeit und Ordnung zu fokussieren, dass sie auch richtige positive Kettenreaktionen in dem unendlichen, uns umgebenden Raum auch bewirken können. So, das nächste Teil der Kabbalah ist die Gematria. Gematria sagt uns die Verhältnisse zwischen den Worten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Wort haben, das es Sein ist, das nächste Wort ist Eins, und dann finden wir noch irgendein Wort heraus, was schlussendlich die Quersumme 50 ergibt, dann sind es Worte, die miteinander in einem Bezug stehen. Der Kabbalist rechnet immer bis zur letzten schlussendlichen Summe, die 5. Das heißt, alle Worte, die in ihrer kabbalistischen Rechnung mit der 5 enden, stehen auf einem Level. Sie repräsentieren ein und dieselbe Einheit. Sie muss nur zwischen denen wiedergefunden werden. Und das nächste Teil, das ist Notarikon. Der Notarikon erklärt uns eine neue Erkenntnis aus dem Wort. Wir nehmen das Wort Sein, zerlegen es in einzelne Buchstaben und versuchen zu jedem Buchstabenanfang ein neues Wort zu bilden. Soll aber der inhaltlich das Wort Sein in sich reflektieren und wiedergeben. Bis wir die 4 Worte gefunden haben, die miteinander in Komposition die Zahl 50 ergeben. Das sind die 4 Matrixworte von diesem Wort Sein, dass das Sein an sich hundertprozentig reflektieren müssen. So, das sind die 3 Gebiete und das letzte Gebiet ist das Alphabet. Also die Buchstaben von Aleph bis Taf. In der Kabbalah sagt man, dass die Sprache zu den Menschen vom Himmel gekommen ist, direkt von Gott. Weil wenn wir etwas denken, dann denken wir es. Als wir es angefangen haben zu sprechen, haben wir Tonvibrationen erzeugt. Es ist eine Neshama, eine Fesh entstanden, eine Lebenskraft, aus der wir Worte hervorsprechen können. Und somit, als wir diese gelernt haben, Worte auszusprechen, ist uns irgendwann einmal die Fähigkeit gekommen, die Worte zu materialisieren. Wir haben für sie eine Schrift gefunden, indem dass wir dem Geist, was wir aussprechen, eine Form geben. Und so ist es im Hebräischen, jeder einzelne Buchstabe, wie er gezeichnet ist, eine ganz spezielle Essenz an Wissen und auch die Verbundenheit, wie eine Kettenreaktion zu dem letzten Baustein, nachdem die Welt aufgebaut worden ist. Also, der erste Buchstabe. Dafür, dass ich jetzt euch das erkläre, werde ich jetzt mein Bild, das ich gezeichnet habe, das unverkäuflichste Bild aus meiner Kollektion, die 22 hebräischen Buchstaben, anschaulich dann zeigen. Also, der erste Buchstabe, der Aleph. Das ist ein Strich, der durch 2 J aufgeteilt wird. Das will uns damit sagen, dass die Welt war eins, als Ganzes. Irgendein quantenphysikalisches Vakuum. Essenz. Als Gott gesagt hat, ich will eine Welt gründen, hat er sich gedacht, jetzt muss ich mal versuchen, aus dieser unendlichen quantenphysikalischen Raumessenz so einen Raum zu bilden, dass das Licht, was ich ausstrahle, in keinster Weise in diesem Raum sich offenbaren kann, damit sich dort eine reale Welt bilden kann. Und so hat er die Welt aufgeteilt. Und hat er diesen leeren Raum entschaffen. Das ist eigentlich eine quantenphysikalische Wissenschaft, die uns sagt, was passiert mit der Gammastrahlung, bevor sie auf die Erde zutrifft. Sie erfährt viele radikale Veränderungen und Schichten, die sie durchstreitet, die sie erst zu dem Sonnenlicht macht, das wir hier auf der Erde erleben. Und so in der Kabbalah wird es nur auf eine mystische Art und Weise erklärt, dass der Niederfall des Lichts und der Gammastrahlung aus dem Kosmos einfach der Weg des Lichts genannt wird. Und bis er sich bei uns reflektiert, so ist es in der Realität für uns am angenehmsten und so brauchen wir es und nicht anders. Also, der Aleph, der Beginn, das steht für den Kopf des Stieres. Das heißt, die Geschichte des Judentums, die uns hier offenbart wird, beginnt vor ungefähr 5000 Jahren. Und mit diesen vor 5000, 6000 Jahren fängt an, die Geschichte zu erzählt zu werden, dass sie den Menschen in der jüdischen Theologie am besten ihre Welterkenntnis darstellen kann. Also, der Kopf des Stieres wird gefolgt vom Haus, Bet. Das heißt, als die Welt geteilt worden ist und für die Menschen eine Welt erschaffen worden ist, in der sie leben können, nicht nur in der geistigen Ebene, sondern in der materiellen, brauchen wir in dieser Welt ein Haus.
etwas, was abgegrenzt ist, damit wir unsere eigene Welt bilden können. Dieses Haus wird gefolgt von Alef, Bet, Gimel, vom Kamel. Das will uns sagen, wenn wir in diese Welt hineinkommen und unser Haus uns aufbauen, dann brauchen wir Kraft und Ausdauer, die einem Kamel eigentlich eher inne ist. Wir müssen Ideen für diese Welt bringen, damit unser Haus durch die Welt getragen werden kann. Nach dem Gimel kommt das Dalet. Das heißt, wenn wir ein Haus uns gebaut haben in der Realität, dann müssen wir immer schauen, dass unser Haus auch eine Tür hat. Durch die Tür können wir nach außen schauen. Wir können sie aufmachen, können schauen, was ist hinter der Mauer unserer Realität. Nach dem Dalet kommt Waf. He ist das Fenster. Das heißt, wenn wir uns vergewissert haben im Leben, dass wir eine Tür haben in unserer Konstruktion, dann müssen wir auch schauen, dass es ein Fenster gibt in unserem Haus. Weil auch durch das Fenster kann Energie durchkriegen und wir den Einblick nach außen erlangen können. Und dann kommt das He. He ist der Haken. Er verbindet die Welt, die wir im Geistigen mit uns mitgebracht haben, mit der Realität, mit der Welt, in der wir konkret leben. Dann kommt Sein. Sein ist die Waffe. Das bedeutet, dass wenn wir in diese Welt hineinkommen, dann sind wir in dieser Welt mit Konflikten konfrontiert. Die Konflikte werden durch Waffe repräsentiert. Jedes Mal, wenn wir uns in der Realität befinden, gibt es irgendetwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und das will den Menschen sagen, dass es ein Prozess ist, der notwendig ist. Ohne diesen Prozess der Erkenntnis zwischen dem Guten und dem Bösen, dem Hellen und dem Dunklen, können wir nicht den Weg der Polarität und der Transzendenz finden. Sein, dann kommt Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf, Sein, Het. Het, das ist die Dunkelheit. Ab diesem Moment fängt es an, uns der Buchstabenaufbau zu erzählen von dem, wie die Welt konstruiert ist in der materiellen Ebene, wie wir Menschen konstruiert sind. Das heißt, Het bedeutet die Dunkelheit und die Umzäunung. Haben wir uns eine Welt aufgebaut, so kommt dann der Moment der Dunkelheit. Das heißt, wo wir durch die Dunkelheit schreiten müssen, um in eine neue Ebene, um in einen neuen Lichtaspekt, um in einen neuen Erkenntnis wieder rauszukommen. Nach dieser Dunkelheit, Het, kommt Tet. Das ist die Gebärmutter, das Wasser. Das heißt, bevor wir in diese Welt kommen, sind wir in einer Dunkelheit, wo wir erwachsen können, wo uns Kräfte, Eigenschaften und verschiedene Charakterlichkeiten eingepflanzt werden, die uns zu dem machen, was wir sind. Und nachdem wir hier rauskommen, aus dieser Gebärmutter, kommen wir in das Mem, hier, das Wasser. Das heißt, die Gebärmutter wird mit Wasser gefüllt. Mit Mem 30 wird auch alles in der Welt beschrieben. Alles, was mit Zeit zu tun hat, dafür steht der Buchstabe Mem. Das ist auch einer der drei Mütter, Aleph, Mem und Shin. In diesem Wasser, in diesem Fluss der Zeit, entwickelt sich nun der Fisch. Das heißt, das erste geborene Leben bildet sich einmal gesamt, dass es dann als Mensch hervortreten kann. Nun steht für einen neuen Anfang. Als die Juden das gelobte Land erobert haben, da wurde der achte Stamm der Israeliten ausgesendet, der Stamm von Gad. Und sein Repräsentant, sein Nachkomme, der Jeschua, repräsentiert die neue Welt, die Welt, die nach dem Exil stattfindet und nachdem die Juden 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind. Dann kommt Samech. Das heißt, was soll wir das uns sagen? In dem Moment, wo der menschliche Geist in der Realität und der Körperlichkeit sich wiederfindet, in dem Moment kommt die Ursünde, die durch die Schlange reflektiert wird. Weil sie beginnt von Anfang an im Garten Eden. Sie beginnt von Anfang an mit dem Gebot des Herrn, den Garten Eden überhaupt zu gründen. Denn Gott in all seiner Barmherzigkeit und Güte hätte es gar nicht notwendig gehabt, den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens zu machen. Er hätte von Anfang an sagen können, ich mache jetzt einfach nur den Baum des Lebens und Schluss. Die Menschen werden glücklich sein im Paradies, sie werden für immer und ewig nie irgendwelche Sorgen haben und werden ein ewiges Leben voranschreiten. Aber der Gott hat uns diese Wahl nicht gelassen. Er hat uns den zweiten Baum gegeben. Er heißt, er hat uns gezwungen,
vom Baum der Erkenntnis zu essen. Es war vorbestimmt, dass die Schlange kommt und mit der Eva ein Gespräch führt. Zum Beispiel in der Kabbala, dass das Gespräch mit der Schlange stattfindet und warum implizit die Frau erwähnt wird als Erste, weil sie die treibende Kraft in Wirklichkeit ist, die erste Polarisation, aus der die Reflexion des neuen Lebens überhaupt entsteht. Sie redet mit der Schlange und sie stellt der Schlange urviele Fragen, ob es gut ist, warum es gut ist, was passiert danach. Sie unterhält sich richtig mit der Schlange und aus dem freien Bewusstsein entscheidet sie sich dann, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Als sie den Baum, den Frucht nimmt und zum Adam kommt und gibt ihm diese Frucht, nimmt der Adam und stellt ihr keine einzige Frage. Der Adam vertraut auf das, was ihm seine Frau gebracht hat. Er unterhält sich nicht mit ihr, mein Gott, was hast du gemacht? Der Gott hat uns verboten, von dem Baum zu essen. Nein, er nimmt einfach die Frucht und isst es. Somit entsteht die Ursünde, die auf die Menschen vom Paradies herführt, die auf uns lastet. Diese Ursünde ist, Erkenntnisse zu machen, durch Feuer, Luft und Kupferröhre zu gehen, durch die Dunkelheit zu schreiten, um irgendwann einmal den Leuchtturm am Horizont zu erkennen, um den Weg in Paradies wieder hineinzufinden. So, das ist jetzt eben die Schlange, die die Verführung und die Versuchung bedeutet. Samech. Dann kommt Ein. Ein ist das Auge. Das heißt, jetzt entsteht die Zeit, wo ein Mensch seine Augen öffnet und die Welt sieht. Das ist auch der Moment der Verwüstung des Tempels. Das ist der Moment, an dem Mensch im Paradies mit Gott ein Gespräch beginnt. Warum? Weil er hat die Frucht gegessen. Und in dem Moment, dass er die Frucht gegessen hat, hat er erkannt, er ist nackt. Und er ist schnell im Garten herumgelaufen und hat sich einen Baum gesucht, damit er sich verstecken kann, damit niemand mehr sehen kann, dass er nackt ist. Und in dem Moment fragt ihn Gott, Adam, wo bist du? Und dieser Moment der Frage, der ersten Frage zwischen Adam und dem Gott, entsteht der Moment, wo die Menschen aus dem Paradies vertrieben werden, weil es die Notwendigkeit ist. Wir müssen Paradies verlassen, damit wir ein Gespräch mit Gott überhaupt beginnen. Weil im Paradies, wo es keine weitere Entwicklung gibt, wo alles nur im positiven Bereich ist, gibt es keine Schatten, die abgeworfen werden. Es ist nur ein reines, potenzielles, wunderschönes, weißes Licht. So, Ein. Nach dem Ein kommt das P. Dieser Mund, das heißt, der Mensch, der Adam, fängt an, mit Gott zu sprechen und dafür wurde ihm der Mund gegeben. Nach dem Mund kommt Zad, P-Zad. Zadik oder der Heilige oder der Priester repräsentiert einen Teil in unserer Seele, der immer unzufrieden ist, der immer nach der Quintessenz sucht, der immer irgendwas Unruhe in sich spürt und sagt, irgendetwas ist noch da an Wahrheit, das ich nicht so ganz erkannt habe. Und nur so ein Mensch kann auch Priester sein. Jemand, der sich grundlegend, permanent und immer wieder nach der innersten Essenz der Wahrheit sucht, um sie an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Aber der Tzaddik ist auch der heilige Mann. Er trägt in sich das besondere Wissen. Und durch diesen besonderen Wissen holt er mit der Angel Schnur die Menschen wie Fische aus dem Wasser. Er gibt ihnen die Möglichkeit, aus dem Fluss der Zeit rauszukommen, um in eine neue spirituelle Ebene aufzusteigen. P. Zad Kof. Kof bedeutet Nadelöhr. Also, dieses Nadelöhr will uns sagen, dass wenn der Tzaddik uns mit seinem heiligen Wissen herausgeholt hat, dann wissen wir, dass es die Möglichkeit gibt, durch ein Nadelöhr zu gehen und auf der anderen Seite rauszukommen. Es wird uns möglich, etwas möglich sichtbar, wo wir sehen, dass etwas möglich ist, was uns unmöglich vorgekommen ist. Durch das kleinste Nagelloch zu schlüpfen, kann man mit dem Geiste, um von einer Welt in die andere zu reisen. Das will uns einfach sagen, dass die Wege des Menschen unerschöpflich sind. Es sind Sachen möglich, die uns in unserem Geist einfach nicht real vorkommen. Aber sie sind trotzdem konstruierbar in dieser Welt mittels dessen, dass wir Wissen besitzen in uns drinnen und dass wir wissen, welche Technologien wir auf diesen Wege anwenden können, damit wir diese Kettenreaktionen und diese Veränderungen in der Welt stattfinden lassen können. So, Pezat, Kof, Resh, Shin und Taf. Das sind die letzten drei Buchstaben im Alphabet. Sie bedeuten Resh ist 200, Shin 300, Taf
400. Die Buchstaben im hebräischen Alphabet unterscheiden sich in den Level zwischen 1 bis 10, 10 bis 100 und 100 bis 400. Wenn die 400 erreicht ist, ist die Welt zu Ende. Das ist der letzte Baustein. Innerhalb dessen ist nichts mehr hineinzufügen. Es ist schon alles komplett. Das heißt, wenn wir erkannt haben, dass wir durch das Nadelöhr rübersteigen können, Nadelöhr, die Geburt, ja, ich meine, ich erwähne das jetzt, aber das ist die Geburt, durch das Nadelöhr in neue Welt hineinzukommen. So kommt der Kopf zuerst. Meistens. Bei der Geburt kommt der Kopf zuerst. Und da hat der Mensch die Möglichkeit zu erkennen, dass er nicht nur einfach eine Seele ist, sondern auch einen Realitätskörper besitzt. Und auch das Erste, was im Primär sagt im Leben, was haben wir zu tun? Das ist der Computer, der alles in unserem Leben steuert und sagt, wo wir hingehen müssen. Und wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen könnten und ich euch erwähnen könnte, dass wir ein Ich besitzen, der ein eigenes Leben hat, ist es fast unmöglich zu glauben. Wir denken, wir sprechen jetzt, wir tun jetzt, wir erleben jetzt und wir wissen etwas. Das stimmt alles nicht. Es gibt etwas innerhalb von uns drinnen, was uns sagt, was wir zu denken haben, was wir zu wissen haben, wie wir etwas zu empfangen haben. Dieses Ich sagt uns, dass wir es sind, die das denken. Und wie erklären wir das? Wie oft viele von euch hatten Situationen, wo sie gewusst haben, das ist nicht richtig. Das ist voll falsch. Das ist scheiße, voll schräg, nicht richtig für mich, das zu tun. Und was machen wir? Wir gehen hin und tun es. Wir können es uns nicht erklären, diesen Moment. Wir spüren, dass wir nicht das Richtige tun, aber wir gehen und tun es. Warum? Weil etwas in uns drinnen ist, der sagt, diese Erfahrung ist zu machen. Ohne jeglichen logischen Verstand, ohne jegliche Erklärung tut unser Geist etwas und zwingt uns Sachen zu tun, die wir vielleicht gar nicht so richtig in uns aufnehmen wollten und vielleicht gar nicht diesen Weg aussuchen wollten. So, nachdem wir den Kopf bekommen haben von Gott, kommt der Zahn, Shin. Diese Shin will uns sagen, die 32 Zähne, die wir im Mund haben, sind die 32 Pfade der Erkenntnisse von Gott. Die 10 Sephirot plus die 22 Pfade, die Buchstaben des hebräischen Alphabets. 32 Zähne sagen uns, dass das, was wir sehen, das, was wir erleben, Menschen, die wir begegnen, das essen wir. Wir nehmen diese Information in uns auf allen verschiedenen Ebenen, von realen Informationenaufnahme bis Lebensmittel, die wir uns zuführen, an Informationsaufnahme. Wir essen das. Es macht uns zu dem, was wir sind. Und deswegen gibt es diesen Spruch, wie heißt er im Deutschen? Wir sind, was wir essen. Ja, wir sind, was wir essen. Nur ist nicht das gemeint, ob wir Fleisch zu uns nehmen oder nur Gemüse, vegan oder wie sagt man das, nur Früchte essen. Es sagt uns, dass wir alles essen, jegliche Information. Und das macht uns zu dem, was wir ausmachen. Das lässt uns die Energie ausstrahlen, die wir von unserem Sein als ganzes Individuum nach außen ausstrahlen möchten. Und hier am Schluss ist das Zeichen, das Taf. Das Taf repräsentiert für mich diesen Paradies. Dort, wo wir hinkehren müssen, diesen Abschluss der Welt, diesen Himmel, von dem wir herabgekommen sind, um durch die weltlichen Erfahrungen zu gehen, um wieder in das Paradies schlussendlich zurückzukehren. Jo, so, da wäre jetzt ungefähr im Groben eine kleine Möglichkeit, das zu erfahren, was die Kabbala ausmacht. Leider ist es nur eine ganz kurze Version. Es wäre viel, viel, viel mehr zu sprechen darüber, in jedem Fall implizit über jeden einzelnen Buchstaben oder jede der Welten. Es ist eine ganze Wissenschaft für sich. Das Einzige noch, was ich sehr gern gewonnen habe auf diesem Wege, das ist die reine mathematische Analyse. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, dann bin ich bereit, auch eine Analyse für euch persönlich zu machen. Sie bezieht sich auf die Matrix, aus der wir bestehen. Aus dem Nomen. Welches Wort ergibt sich aus dem Wort Nomen, wenn man es umstellt? Omen. Das heißt, unser Name ist unser Omen, ist das, was wir sind. Die Ausstrahlung jeder einzelnen Frequenz, jedes einzelnen Buchstaben in der Komposition einer Gesamtheit stellt eine energetische Matrix unseres Seins. Das heißt, der Name,
der Familienname und das Geburtsdatum. Das ist die Matrix. Man kann sie selbstverständlich noch einmal vervollständigen, indem dass man sagt, das ist der Staat und das ist die Uhrzeit. Also es gibt alle möglichen Komponenten, die man zuführen kann. Ja? Aber die Grundelemente sind diese drei. Sie machen uns zum einzigartigsten Individuum auf dieser Welt. Genauso wie die Bakterien. Wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Jeder, wenn man diesen Bakterienabstrich macht, hat ein 8-milliardensten individuelles Bakterium, das sich nirgendwie auf keiner Welt noch einmal wiederholen würde. Und so ist es auch die Matrix von unserem Sein. Sie sagt uns, welche Hauptziele, welche Prüfungen haben wir, welche Karma ist uns auferlegt worden, welche Charaktereigenschaften wir in dieser Matrix bekommen haben, damit wir besser mit dem, was uns im Leben erwartet, dann umgehen können, damit wir dann besser vorbereitet sind. Damit wir besser uns ausrechnen können, an welchem Tag ist besser, diese Veranstaltung zu machen, an welchem Tag ist besser, dies oder jenes zu machen. Es hilft einem. Ich persönlich mache das auf keinen Fall. Ich rechne mir auf keinen Fall irgendwelche Begebenheiten oder irgendwelche Daten aus, die ich nicht direkt für eine individuelle Analyse brauche. Ich habe über die 20 Jahre Tausende von Menschen ausgerechnet. Menschen, die leben, Menschen, die nicht mehr am Leben sind, Wissenschaftler, Terroristen, Teufel, alle möglichen Menschen habe ich ausgerechnet, um die Tendenz der Erkenntnis für sich zu kristallisieren, was die Kabbalah in Wirklichkeit darstellt. Und ich möchte euch sagen, es ist sehr interessant, über sich so etwas einmal zu hören, ohne ein besonders instruktives, konstruktives Wissen oder jegliche Erfahrungsebenen auf diesem Bereich. Es ist einfach interessant herauszufinden, aus welchen Teilen ich bestehe, damit es mir irgendwo auf diesem Weg, das ich beschreite, vielleicht einen einzigen Prozent helfen kann, dann ist meine Aufgabe getan. Wenn ich das, was ich heute erzählt habe, und ich habe davon 5% mitgenommen, dann habe ich meine Aufgabe getan. Wenn es nur ein einziges Wort ist, wo ich euch in eurem Herzen berührt habe und meine Erkenntnis mit eurer Erkenntnis in Übereinklang gestiegen ist, dann ist das, wofür ich gekommen bin, auf dieser Welt getan. Und so baut sich das Ganze. Und so könnte das für jeden sich aufbauen, indem dass wir uns zusammenschließen und in positive Kraft und in Harmonie versuchen werden, eine wunderschöne, glückliche Welt für uns zu gestalten. Und auch wie schwer es mir leid tut, ich weiß es ganz genau, aber all der Spiritualität und Sinnhaftigkeit und den ganzen philosophischen Essenzen, die uns allen innewohnen, es ist das Schwierigste auf der Welt, ein guter Mensch zu sein. Wirklich vom reinen Herzen, von reinen Gedanken, von reinen Handlungen, das ist das Schwierigste überhaupt. Und jeder, der es nur einmal versucht hat, diese 10% dieser Güte, der Liebe und der Harmonie von sich auszustreuen, der hat ein großes Werk für diese Welt getan. Und deswegen danke ich euch sehr, die sind so vielen Menschen heute bei meinem Vortrag gewesen. Ich liebe euch, falls ihr euch irgendwie helfen kann, kommt. Ich habe noch Schmuckausstellungen und meine Bilder draußen. Ich würde mich sehr freuen, falls jemand noch mehr Interesse zeigen würde. Ja? Ich danke euch. Ja, danke schön auch. Ja, auf jeden Fall, hier sind die an Bücher. Olga. Wir sagen Dankeschön, Olga. Jetzt kommt gleich der Franz Josef Sepanz hier hervorgetaucht mit ungefähr 5 bis 10 Minuten Pause. Wir machen noch einen kurzen technischen Umbau und geben noch ein bisschen Musik rein und sind dann in Kürze für euch da. Und es wird was Neues vorgestellt. Und lassen wir uns da einfach überraschen, was der Franz uns daher zu sagen hat. So, und ich würde sagen, Aufnahme beendet und bis nachher. Ja, freue ich mich voll. Ja, danke schön. Das ist für mich total voll wichtig. Ja. So, ein bisschen was ich mitnehmen. Also im Vortrag ist das alles viel ein bisschen ausführlicher. Ich hoffe, ich habe das nicht kompliziert geschrieben. Ich muss auch dazu erwähnen, ich habe einen absoluten Lieblingsautor. Es ist der Jude Friedrich Weinreb. Ich weiß nicht, ob jemand der Name jetzt geläufig ist, aber es ist ein phänomenaler Mensch, was Judentum und Erklärung an Judentum anbelangt. Und ich habe viele meiner Thesen. Kurz daran. Ja, ich habe viele meiner Thesen auf seinen Grundprinzipien aufgebaut. Aber alles, was ich euch erzählt habe, ist meine individuelle Einstellung. Das, was ich denke, was ich fühle über die Welt, das versuche ich den Menschen zu interpretieren und weiterzugeben. Ja. Muss ich dich entblößen? Nein.
So. Und du bist hier, right? Nein, das war von der letzten. Das Problem war leider das so, dass ich erst. Franz ist nicht da. Andreas müsste auch bald kommen. Ja, der hat es angerufen. Heute Nacht habe ich mit ihm gesprochen noch. Ist auf dem Weg. Ja, wir gehen der Sonne entgegen. Was jetzt ein bisschen auffällt dann zu Hause im Schnitt. Du bist eben bis Sonntag bist du noch da, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja? Nee, ich muss mir einen anderen Platz aussuchen, weil dort hinten ist es leider überhaupt nichts Positives rausgekommen. Dann ab also bringst die weibliche Frauenpower, bringst du. Ja, das auf jeden Fall. Schau, die Ohrringe kann man austauschen, die kann man andere reinhängen. Das ist, in meinen Bildern sind Löcher drin und das kann man rausnehmen und das anders reingeben. Das ist der Tempel der Religion, hey, der von zwei Engeln bewacht wird und das ewige Licht, das Feuer ist drinnen. Das ist die Königin, sie hat so eine Landschaft auf ihrem Rock und dort hinten ist so die Soyuz-Rakete und das ist der Tempel, der alte aus dem Basalt mit den Pharaonen. Das ist wirklich gut. Und das ist die atlantische Landschaft im Hintergrund. Und der Tempel aller Religionen endet mit einer Galaxie, wo alles eins ist. Ja, wie du das alles verwoben hast. Und das ist alle Religionen hier. Ich meine, schon alleine wirklich, wie gut du malen kannst, schon, wie du auch die Elemente miteinander verwoben hast. Ja? Eben du sagst, da die Galaxie, da bildet schon fast wie eine Kuppel auch. Schau, wie es drinnen ausschaut in der Tempel, wie man so Gänge hat und man geht so herum und schau, diese Landschaft von der alten Atlantis-Stadt und da sind die Piers, wo die Schiffe landen. Diese Schiffe können nicht nur am Meer fahren, sie können im Himmel fliegen und sie können durch die himmlischen Tore gehen und in andere Dimensionen kommen. Und all die Rüstung habe ich hier gezeichnet, ja, und das habe ich so raufgeklebt. Ja. Da fehlt uns noch ein Ohrring rein. Ah. Das ist sehr schön. Ja. Sie hat eine wunderschöne Rüstung an, das ist Symbole mit magisch. Das sind zwei Damen, glaube ich. Ja, bitte. Das passt nicht so gut zusammen. Das sind zwei Ladies. Ja. Eine russische und eine österreichische Lady. Genau das. Du hast mir schöne Grüße vom Dubi aus. Die neuen Botschafter. Wie bist du denn Dubi? Ja. Vielleicht kommt er morgen mit meiner Schwester, der Dubi. Dann lernst du ihn kennen. Warte, lieb. Ist er voll verliebt in dich? Voll verliebt ist der Dubi dann in dich. Mein Gott, wenn du den Dubi siehst, Mann, dann bist du voll verliebt in dich. Ja. Er ist so schön und so groß und so liebevoll ist er. Ja, will dich beschützen. Dann brauchst du keine Angst mehr zu haben. So ein ängstliches Projektionen. Ich kenne mich mit aus, die Sachen auch sehr gut. Cool. Und alle Fotos, die drinnen sind, das ist, bin ich mit meiner Familie und halt aus meinem Archiv. Ne? Das hört sich gut an. Ne? Der kann aber spielen, ne? Das Video hat auch der gemacht, der was das hochgeladen hat. Ja. Ja, schön. Mit mir zusammen. Ich war Regisseur und ihm gesagt habe, was er machen muss. Aha. Das ist toll, ne? Schön, wie es auf den Oldstyle-Look gemacht hat. Ja, das ist ein Retro-Look. Das Lied ist ein absoluter Retro-Look. Von 1930, ja. Genau. Mhm. Das ist meine Zeit. Und auch vom Mond komme ich auf die Erde. Sehr schön gemacht. Ja, das ist gut umgesetzt, die Animation. Du bist für ein Jahr älter wie ich. Du alter Knädel, du. Ja, ich bin noch 60. Im März 1969. Süß. Ja. 369. Schön. Ja. Wow, das ist genial. Du kannst. Heidi. Heidi, wirklich. Hier gehört er. Heidi ist aber hübsch. Ja.
mit Nagel klopft. Erwachen, lass uns den Frieden zusammen schaffen. Schon die Zeit zu den Sternen, um besser zu werden. Einheit, lass uns alle erwachen, lass uns den Frieden zusammen schaffen. Ich danke sehr. Irgendwann einmal hoffe ich, ich werde das Lied irgendwo mit der Musik hören und das wird für immer einen Platz in eurem Herzen gewinnen werden. Dankeschön. Ja, meine Respekt, dann können wir mal fragen. Prost. Prost. Dankeschön. Der Papa hat ja Timing gehabt jetzt. Oh, ja. Ein Jahr lang. Ein Engels, 10 Minuten, wenn du noch 8 Stunden schlafen kannst, und dann weg und die. Und es war ja so, die Flaschen wieder mit uns. Was ist das? Leere. Was kann ich? Na, der ja, dort ist es der na, that you don't.